Block 33, der Darlington-Transistor. Die Idee von dieser Schaltung, die man gemeinhin eben Darlington-Transistor nennt, ist, dass man den Verstärkungsfaktor eines Transistors, die Stromverstärkung, quadriert. Wenn ich dann zum Beispiel das aufbaue mit einem Transistor, der eine Stromverstärkung von 100 hat, dann bekomme ich etwas, das verhält sich in etwa so wie ein Transistor mit der Stromverstärkung 100 mal 100, also 10.000. Und wenn man sich jetzt diese Übung von vorhin, dieses Experiment hernimmt, wo ich versucht habe, alle hier zu motivieren, das im nächsten Monat mit zig Sachen zu machen, dass man geschaut, womit kann ich diesen Transistor noch zum Leiten bringen, dann bietet sich das hier natürlich an, das dann damit nochmal zu probieren mit den Dingen, die mit einem einzelnen Transistor, wo die Stromverstärkung nicht gereicht hat, vielleicht mit so einem hier, bei dem die Verstärkung dann das Quadratische ist, kriegt man das hin, dass man mit Dingen, die eigentlich sehr, sehr gute Isolatoren sind, immer noch diesen elektrischen Kontakt hier schließen kann, sodass dann die Last versorgt wird, also in dem Fall, dass die LED anfängt zum Leuchten. So, schauen wir uns an, was wir hier mit diesen beiden Transistoren machen. Also diese Schaltung hier mit zwei Transistoren so zusammengeschaltet, die nennt man eben Darlington-Transistor. Und wir haben den ersten Transistor, der wird von der Basis her versorgt mit eben dem, was immer wir hier haben. Und dieser Transistor verbindet jetzt nicht mit der Kollektor-Emitter-Strecke direkt die Last mit Ground, sondern mit diesem Transistor gehe ich in die Basis von einem zweiten Transistor hinein. Dieser Transistor hier, der halt diesen Steuerstrom hier mal zum Beispiel einen Faktor 100 verstärkt, der erzeugt jetzt einen 100-mal größeren Kollektor-Emitter-Strom. Und dieser um den Faktor 100 verstärkte Strom geht in die Basis von dem zweiten Transistor. Und der zweite Transistor nimmt ja diesen Strom und verstärkt ihn dann noch einmal um den Faktor 100. Und damit habe ich dann hier eine Gesamtverstärkung von 100 mal 100, also 10.000. Interessant an diesem Darlington-Transistor sind zwei Dinge. Das erste ist, dass ich den Kollektor von dem ersten Transistor nicht hier von der Versorgung hole, sondern hier von dem gemeinsamen Punkt. Also ich verbinde diese beiden Kollektoren miteinander. Das hat den Vorteil, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, dass ich hier keinen strombegrenzenden Widerstand mehr brauche. Wenn ich hier von da oben mir das holen würde, dann könnte ich ja mit dem ersten Transistor schon, wenn das wirklich ein Schalter ist, den ich schließe, einen relativ großen Emitterstrom erzeugen. Und wenn ich mit dem in den zweiten Transistor hineingehe, dann kann das sein, dass dieser Strom zu groß ist für die Basis von dem Transistor und dann wird der halt kaputt. Aber eigentlich könnte man schon sagen, wenn man den R1 so bedimensioniert, dass man eben jetzt mit unseren Faktoren, die wir gesehen haben, dass der zweite Transistor eigentlich auch nicht kaputt wird, auch wenn ich ihn von oben nehme. Wenn ich ihn von oben nehme und hier keinen Widerstand habe, dann kann ich den zweiten zerstören. Wieso? Wenn ich den voll durchschalte? Ja, weil ich das R1 so dimensioniert, dass der nicht... Ja, aber dazu muss ich relativ gut wissen, was... Das kann ich natürlich machen. Es ist dann halt auch kein Darlington-Transistor mehr. Okay, ja. Also wenn ich das machen würde, aus irgendeinem Grund, dass ich mir hier den Kollektorstrom von da oben hole, dann würde ich hier einen zweiten Widerstand einbauen. Der wird nämlich auch diese Stromverstärkung nicht massiv noch einmal ändern, aber er wird mir die Basis von einem zweiten Transistor beschützen. So brauche ich das aber nicht. Denn was ist, wenn dieser Basisstrom hier sehr hoch wird? Dann schaltet Q2 ja komplett durch. Wenn Q2 komplett durchschaltet, dann ist dieser Punkt 0,2 Volt über diesem Punkt. Das ist komplett durchschalten. Wenn aber dieses ganze Netzwerk 0,2 Volt über diesem Punkt ist, kann diese Basis nicht 0,6 Volt über diesem Punkt gehen. Das heißt, wir sehen, da gibt es einen Punkt, da reguliert sich diese Schaltung sozusagen selber und der zweite Transistor, der wird nie so richtig voll durchschalten, sondern der wird maximal so weit durchschalten, dass die Kollektor-Emitter-Spannung auf die 0,6 Volt runtergeht oder eigentlich 0,8 Volt, die ich brauche für hier 0,6 Volt und dann da nochmal 0,2 Volt. Und dadurch, dass sich dieser Strom so aufteilt und dass wenn der voll durchschalten würde, der eigentlich die Versorgung von einem ersten Transistor abzwickt, reguliert sich das hier selber und ich brauche diesen zweiten Widerstand. Diese Darlington-Transistor-Schaltung, die ich in dem Experiment, das wir da aufgebaut haben, aus zwei Transistoren wirklich gebaut habe, gibt es aber auch als einen Bauteil. Also es gibt Darlington-Transistoren als ein Bauteil, das einfach drinnen
zwei solche Transistoren hat, bereits entsprechend verschaltet und dann diese nette Eigenschaft hat, dass ich da eine unglaublich hohe Stromverstärkung hinkriege. Gut, also das ist die Idee von einem Darlington-Transistor, dass ich da einen Transistor verwende, um einmal meinen ursprünglichen Steuerstrom um mein B zu vergrößern. Und dann gehe ich damit als Steuerstrom in den zweiten rein und das vergrößert das dann noch einmal um diesen Faktor B, sodass meine Gesamtstromverstärkung B Quadrat ist. Und wenn eben B 100 ist, ist dann B Quadrat 10.000. Wenn mein B 1.000 ist schon, dann ist eben die Stromverstärkung von einem Darlington-Transistor 1.000.000. Gut, schaue ich mal, ob ich da was vergessen habe, was in dem Text drin steht. Bla bla, bla bla. Gut, dann. Kurzschluss, ja, also das ist halt quasi, natürlich, wenn das ein echter Schalter ist, dann kennt er halt nur Unterbrechung oder Kurzschluss, aber wenn wir jetzt dann quasi sagen, wir legen da einen Finger drauf oder wenn jemand das Beispiel mit der Badewanne oder dem Swimmingpool mit zwei Drähten an unterschiedlichen Enden, dann sind wir quasi, dann ist es aber auch kein echter Schalter mehr. Ich habe halt eine gewisse Anzahl von Symbolen gezeichnet und ich habe ein Schalter-Symbol gezeichnet, ich habe kein Swimmingpool-Symbol mit Kabeln drinnen gezeichnet. Gut, schauen wir uns das an. Ja? Ich habe einen Transistor im Kopf gehabt, als da ist ein Starkstrom und ein kleinerer reguliert. Ja. Und bei der Darlington-Schaltung wird ja gezeigt, dass der eigentlich den kleinen multipliziert. Das heißt, da wird ja wirklich eine Verstärkung gegeben und nicht nur eine Regulierung. Naja, das ist ja das, also das ist weniger das Gleiche. Wenn ich sage, ich habe einen kleinen Strom, einen Steuerstrom und dann einen großen Laststrom, dann habe ich ja genau das, dass ich den kleinen Steuerstrom verstärke, multipliziere und ich kriege halt den großen Laststrom. Und hier mache ich das halt zweistufig, dass ich halt einen kleinen Originalsteuerstrom habe, damit erzeuge ich mir dann einen verstärkten Steuerstrom und damit erzeuge ich mir dann eben den noch einmal verstärkten Laststrom. Oder habe ich die Frage nicht richtig verstanden? Kann natürlich sein. Also ich habe gedacht, ein kleiner Strom kontrolliert einen großen Strom und nicht aus einem kleinen Strom wird ein großer Strom. So vielleicht ist es jetzt ein bisschen. Ja, also der Strom, der hier reinfließt, also wir haben hier eigentlich drei Stromkreise, wenn man das so möchte. Ich scroll da mal ein bisschen wieder runter, damit ich mit dem. Ja, das ist auf einer begebenen Höhe für mich. Ich habe quasi den eigentlichen Steuerstrom. Und das ist eben dieser Stromkreis hier, wo mein Finger liegt oder was auch immer, und das geht dann durch diese beiden Transistoren. Und das ist mein eigentlicher Steuerstrom. Daraus erzeuge ich mir jetzt quasi einen zweiten Steuerstrom, der auch schon über meine Last geht. Aber das ist mehr so, das ist jetzt noch nicht der echte Laststrom, sondern der Laststrom ist quasi die Summe von diesen beiden zweiten Strömen. Also ich habe meinen zweiten Steuerstrom, der geht über die Last und wird jetzt dann quasi hier natürlich gedrosselt, weil wir gesagt haben, mein Transistor ist mehr so etwas wie ein Ventil, wo ich sage, maximal so viel darf durch. Und der geht eben diesen Weg und ist für diesen Transistor hier Steuerstrom, aber für diesen Transistor hier Laststrom. Aber da habe ich, wenn ich mir nur diesen Transistor anschaue, ja genau das, dass ein kleiner Steuerstrom einen großen Laststrom kontrolliert. Aber da habe ich das gleiche Spielchen nochmal, weil dieser Laststrom halt nur der Steuerstrom für den ist und der steuert dann halt noch einen viel größeren Laststrom. Und dieser Strom und dieser Strom, die fließen halt beide durch einen echten Last. Das heißt, wenn ich den Darlington-Transistor als eine Einheit betrachte, dann ist der Laststrom die Summe dieser beiden Ströme. Aber ich kann auch, weil es einfacher zum Rechnen ist, in dem Fall jetzt auf das Kirchhoffsche Stromgesetz verzichten und sozusagen sagen, okay, dieser Strom, der verschwindet da, weil ob das jetzt hier irgendwie ob der Emitterstrom der 100-fache Steuerstrom ist, der 100-fache Basisstrom oder der 101-fache Basisstrom, weil der Basisstrom ja auch durch den Emitter abfließt, macht nur noch einen kleinen Rundungsfehler, wenn man bedenkt, dass der Verstärkungsfaktor von diesen Transistoren ja locker um den Faktor 2 schwanken kann. Ja, aber was ist denn verstärken? Also die Energie muss von irgendwo kommen und sie kommt nicht aus dem Transistor. Der Transistor ist keine Energiequelle. Das heißt, ich habe quasi einen Steuerstrom und der lässt halt einen größeren oder kleineren Laststrom durch.
Aber der Strom kommt immer, in dem Fall aus der 9 Volt Batterie. Genau, das ist dieses Genau. Im Vergleich zum. Das ist der Punkt, weil sonst ist Verstärkung irgendwie missverständlich. Ja, also im Vergleich zum Steuerstrom ist der Laststrom, also im Vergleich zum Basisstrom ist der Kollektorstrom sehr groß. Aber natürlich, wenn ich hier nur meinen Finger drauf lege, dann ist dieser Steuerstrom, der Basisstrom, schon so klein, dass der Laststrom immer noch klein ist im absoluten Maßstab, aber halt trotzdem 100-mal größer als der Steuerstrom. Das ist so ungefähr so ein Stromteiler. Wenn bei dem einen Strom den einen Laststrom durchfließt, ist beim anderen wenig in dem Fall. Also wenn viel, dann auch schon. Ja, mit dem Stromteiler. Also Stromteiler gefällt mir da jetzt nicht wirklich, weil das als Stromteiler wirklich zwei parallele Widerstände sind. Das ist relativ. Weil jetzt nur den davon abfallieren oder defekt, aber vielleicht wollen wir nicht lösen. Sehe ich das richtig? Ein Darlington-Transistor kommt nie wirklich auf 0,2 runter, sondern hat immer mindestens 0,6 oder 0,7 Volt Spannungsabfall. 0,8. Weil wir haben, wenn wir diesen Punkt anschauen, dann sind wir mindestens 0,2 Volt über diesem Punkt und mindestens 0,6 Volt über diesem Punkt. Das heißt, von hier nach da haben wir mindestens einen 0,8 Volt Spannungsabfall. Also es gibt zwei Beschränkungen sozusagen, weil man könnte jetzt sagen, warum nimmt man nicht immer Darlington-Transistoren, wenn die so super sind. Und die eine ist eben, dass ich hier nicht auf die 0,2 runterkomme, sondern nur auf die 0,8. Was aber eh super ist, wenn man bedenkt, dass ich hier einen so kleinen Steuerstrom habe. Und das zweite ist, dass ich hier zweimal eine Basis-Emitter-Strecke habe. Das heißt, damit sich hier etwas tut, muss das Potenzial hier mindestens 1,2 Volt über Ground liegen. Nämlich zweimal diese 0,6 Volt. Es gibt andere Möglichkeiten, Darlington-Transistoren zu bauen, durch Kombinationen von NPN- und PNP-Transistoren, mit denen man dieses Problem wieder ein bisschen in den Griff bekommen kann. Aber das ist eine Übung, die kommt runter und das überlasse ich euch als Hausaufgabe, ein bisschen rumzuspielen, wie man das machen könnte, dass man da diese beiden Transistortypen kombiniert. Schauen wir es uns an. Im Grunde kann ich den gleichen Aufbau nehmen wie bisher, muss nur ein bisschen umverdrahten, sodass dieser zweite Transistor da drinnen ist. Das heißt, bitte liebes Kamerakind wieder. Und ich schließe da mal Sachen an. Da. So, ich muss es aber ein bisschen zu mir. Und achso, das ist jetzt verkehrt rum. Ja, versuchen wir das mal, ja, weil das ist für mich irgendwie leichter, wenn ich das nicht im Kopf drehen muss. So, dann hat es. Ja. So. Gut, also dann diese Basis wird versorgt von diesem. Die steckt man mal auf. Das ist nicht, diese Basis wird versorgt von diesem Emitter. Dieser Kollektor wird verbunden mit diesem. So, und dann haben wir jetzt hier über den Eingang. So. Gut, also, jetzt habe ich genau diese Schaltung aufgebaut. Im Grunde nur halt ein bisschen umverdraht. Dieser eine Widerstand, der ursprünglich der Basiswiderstand von dem ersten Transistor war, da ist jetzt mit nichts verbunden, der hängt nur noch so an der Schaltung und fürchtet sich ein bisschen, weil er nicht weiß, was er da tun soll. Und dieser Widerstand ist jetzt der neue Basiswiderstand von unserem Darlington-Transistor und an dem hängt halt jetzt nur dieses Drahtstückchen hier. Und was ich jetzt mal hier mache, dass ich mit meiner linken Hand den Pluspol von der Versorgung angreife und mit meiner rechten Hand diesen Eingang hier und siehe da, es leuchtet. Darf ich dich mal bemühen, dass du dieses Kabel hier angreifst mit der einen Hand? So.
So. Und dann machen wir da so Finger auf Finger. So. Wir sehen, es glimmt ein bisschen, auch wenn es gerade... Fingernagel. Ja. Es wird besser, aber es ist schon, wir sind schon an der Grenze. Also, man sieht, es glimmt jetzt auch so ein bisschen. Das wird besser, wenn ich hier loslasse. Das hat einfach damit zu tun, dass hier überall diese 50 Hertz sind und dass wir miteinander einkoppeln. Also, wenn ich Leiterfläche und du Leiterfläche da sitzen, dann bilden wir auch einen Kondensator und solche Dinge. Also man sieht, das ist schon relativ empfindlich. Also es reicht quasi, wenn du das angreifst hier und ich greife da nichts an, dann ist okay, aber so wie ich da das Plus angreife, fängt das an schon so ein bisschen zu flackern, weil da Dinge im Feld, im Raum dazwischen passieren. Genau. Also es ist sehr, sehr empfindlich. Wenn man da möchte, kann man große Menschenketten bilden und wenn dann irgendwo sich zwei am Schluss die Hände geben und das schließen, dann fängt das eben an zu leuchten. Also man sieht, dass man hier schon eine extrem große Stromverstärkung hinkriegt, nur über diese einfache Schaltung mit zwei Transistoren. Und es gibt solche Kontaktschalter, wo man den Finger drauf drückt und dann schaltet das. Und es gibt unterschiedliche Arten, das zu machen, aber eine Möglichkeit, das zu machen, ist eben über so einen Darlington-Transistor. Und wenn man da mit dem Finger wo drauf greift, schließt man dann eben wirklich diesen Kontakt. So, und das ist eben wieder das Experiment von vorher sozusagen. Wenn es mit einem Transistor nicht reicht, nimmt man halt zwei Transistoren und dann sollte das auch möglich sein, mit ganz, ganz obstrusen Dingen bereits diesen Kontakt zu schließen. Also Sachen, wo man jetzt nicht intuitiv denkt, etwas, was elektrischen Strom leitet, weil es reicht halt, wenn es ganz, ganz schlecht leitet und dann kann man hier schon den Kontakt schließen und die Last unter Strom setzen. Genau, das ist gleich eine Frage. Ich weiß nicht, ob das hier im Skriptum kommt, aber wir sollten es zumindest besprechen. Genau, da gibt es unten, ist ein Darlington-Transistor aus drei Transistoren noch sinnvoll. Also wir kommen gleich dazu. Gut, Fragen soweit zu der Schaltung, zu dieser Darlington-Schaltung. Ja, man braucht das nur, wenn man einen extrem kleinen Strom hat und mit dem noch was machen möchte. Also entweder im Augenblick verstärken wir mit Transistoren nicht wirklich, sondern unser Ziel ist immer, dass wir einen Kontakt schließen und am Schluss wollen wir irgendwie einen Schalter ein- und ausschalten und da geht es dann halt nur um solche Dinge, aber es gibt natürlich auch Anwendungen, wenn ich, weiß nicht, ein Funksignal zum Beispiel verstärken möchte, dann ist das von Haus aus sehr schwach und dann ist es auch manchmal sinnvoll, das mal über so eine Stufe zu verstärken. Bipolartransistoren sind generell beim Abschalten langsam, was irgendwie damit zu tun hat, dass man irgendwie diese Basis-Emitter, die Kollektor-Basis, Diffusionszone leer räumen muss und so. Also Bipolartransistoren sind generell langsam beim Abschalten. Da schaltest du nie ab, sondern da bist du quasi im Verstärkungsmodus und du änderst nur ein bisschen diese Abschwächung oder gehst quasi nie von gesättigt voll durchgeschalten in diesen ich möchte komplett abschalten Modus. Und darum kann man das für Verstärkersachen verwenden, aber wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe eine Laserdiode, die in ein Glasfaserkabel einspeist, damit ich jetzt Daten übertragen kann, dann will ich das extrem schnell ein- und ausschalten, dann mache ich das nicht mit einem Bipolar-Transistor, generell nicht, weil der halt zu langsam abschaltet, dass ich damit hohe Datenraten erreichen kann. Hängt natürlich vom Bipolar-Transistor ab, aber also ich glaube, wenn man im Megahertz-Bereich wirklich ein- und ausschalten möchte, dann hat man bei vielen Bipolar-Transistoren schon ein Problem, aber im Zweifelfall sowas immer im Datenblatt nachschauen oder einfach auch selber charakterisieren, da kommt man oft nicht drum herum, dass man eine Information im Datenblatt nicht findet und dann muss man dann Versuchsaufbau machen und 100 Transistoren testen, damit man dann weiß, ob dieses Modell grundsätzlich sich so verhält oder nicht. Für solche Anwendungen, wo man schnell schalten möchte, also speziell auch schnell abschalten möchte, sind Bipolartransistoren nicht unbedingt gut geeignet. Ja,
Also neben Dingen wie das Nachteile von Bipolartransistoren generell verstärkt werden, wie eben dieses langsame Abschalten, habe ich bei einem Darlington-Transistor von hier nach hier mindestens einen 0,8 Volt Spannungsabfall, während ich mit einem normalen Transistor, wenn ich den voll durchschalte, hier auf 0,2 Volt runtergehen kann. Und der zweite große Nachteil ist, dass ich, damit ich den hier einschalte, an der Basis, also von hier nach hier, mindestens 1,2 Volt brauche, weil ich hier zweimal diesen 0,6 Volt Spannungsabfall erzielen muss. Während ich eben bei einem normalen Transistor nur einmal diese 0,6 Volt habe. Den könnten wir uns bei einem Rauchmelder, der den Strom mit ionisierter Luft misst, den Grund auf die Luft zu messen, oder? Solche Sachen kann man damit machen. Ja. Ja. Gut. Gut, also das ist eben die Fortsetzung von diesem Experiment aus dem ersten Teil von heute, dass man mal schaut, was kann man jetzt alles verwenden, um diesen Darlington-Transistor ein- und auszuschalten? Wie extrem kann man da gehen mit dem Widerstand, sodass man immer noch damit diese LED ein- und ausschalten kann? Dann haben wir hier eine Übung. Wie gesagt, das überlasse ich dann für euch. Das sind eigentlich zwei. Das eine ist Darlington-Schaltung aus zwei PNP-Transistoren. Ich glaube, das haben wir vorher gemacht. Im Grunde dreht man halt die ganze Schaltung um. Und das zweite ist eben eine Darlington-Schaltung aus einem NPN und einem PNP-Transistor. Das kann man dann eben verwenden, damit dieser 1,2 Volt Spannungsabfall nicht notwendig wird, sondern dass man das mit 0,6 Volt noch machen kann. Das überlasse ich euch, dass euch da ein bisschen rumspielt. Wenn ihr danach googelt, findet ihr es auch sofort. Also das ist jetzt nicht schwierig, dann diese Lösung zu finden, wenn ihr entweder überprüfen wollt, ob das, was ihr gemacht habt, die Lösung ist, die hier alle meinen, wenn sie quasi von so einem Transistor reden. Oder solltet ihr, Gott bewahre, das Handtuch werfen, und dann können sie auf diese Art und Weise rausfinden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Darlington-Transistor-Bauteil gesehen habe. Es würde mich fast wundern, wenn es das nicht gäbe. Weil es einfach eine übliche Standardschaltung ist und es eben für diese ganzen üblichen Standardschaltungen integrierte Bauteile gibt. Einfach weil ab einer gewissen Stückzahl, dass sich einfach auszahlt, da einen Spezial-Darlington-Transistor zu haben und nicht zwei Transistor-Bauteile aufs Board zu werfen. Ja, müsste, weil es gibt ja Prozesse wie zum Beispiel die TTL-Prozesse, die ja NPN- und PNP-Transistoren auf einen Wafer machen. Also sehe ich jetzt nichts, was inhärent dagegen sprechen würde, dass es das gibt. Gut, Diskussion. Welche Vor- und Nachteile bietet ein Darlington-Transistor? Haben wir im Grunde jetzt schon zweimal durchgesprochen. Jetzt kommt diese Frage, die du aufgeworfen hast. Ist ein Darlington-Transistor aus drei Transistoren noch sinnvoll? Was glaubt ihr? Boah, das kann jetzt das kann natürlich ein Knockout-Kriterium sein für manche Dinge, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf diese Frage abzielt. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist dann das Rauschen, das so und so inhärent ist, dann ausreichend, dass das unvorhersagbar sozusagen genau. Schaltet. Also es, wie jedes Bauteil ist natürlich ein Transistor nicht ideal. Das heißt, wenn ich jetzt hier an der Basis überhaupt nichts habe, habe ich immer einen gewissen Kollektor-Emitter-Leckstrom. Aber wenn ich da jetzt noch einen weiteren Transistor davor hänge, dann wird der wahrscheinlich reichen, dass er das mehr oder weniger immer durchschaltet. Schon allein darum, weil ja auch an der Oberfläche von so einem Bauteil, da kondensiert vielleicht ein bisschen Luft oder da ist ein fettiger Fingerabdruck drauf, der vielleicht noch ein bisschen leitfähig ist. Das heißt, die Verstärkung wäre dann so extrem, dass man nur noch Rauschen verstärken wird, aber nicht mehr sinnvoll irgendwie da ganz, ganz kleine Ströme verwenden könnte, um irgendwas zu machen. Weil so ganz, ganz kleine Ströme hat man schnell mal irgendwo, jetzt ohne, dass das Kabel in den Swimmingpool hineinhält. Also für Kommunikation irgendwie über die Donau oder so müsste man vielleicht dann auf andere Mittel zurückgreifen.
Puh, du fragst mich da Dinge. Dass die vielleicht weniger Elektronen haben? Also, ich... Die Frage war, wie das mit Röhren ausschaut, statt mit Transistoren. Und die Antwort ist, ich weiß es einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie klein die Ströme sein müssen bei einer Röhre an dem Gitter, um da sinnvolle Auswirkungen zu haben. Von daher nehme ich an, dass man durchaus auch Röhren in einer darlinkten Konfiguration verschalten kann. Aber ob man dann solche Experimente damit machen kann, also angreifen ist nicht, weil bei Röhren, das heißt, niemand hat man irgendwie 100 Volt und so. Aber das weiß ich nicht. Da muss man jemanden fragen, der älter ist als ich. Der weiß das dann wahrscheinlich. Gut. Ja, warum ist kein Schutzwiderstand zwischen Emitter von Q1 und Basis von Q2 notwendig? Das habe ich gesagt, aber warum ist das so? Das habe ich gesagt. Warum brauche ich hier keinen Widerstand? Weil wenn Q2 zu viel Strom kriegt oder viel Strom kriegt, dann schaltet er voll durch und hat dann einen Spannungsabfall von 0,2 Volt. Damit ist der Kollektor von Q1 auf 0,2 Volt. Aber der Emitter von Q1 ist auf 0,6 Volt. Das heißt, da kann von 0,2 Volt auf 0,6 Volt kein Strom fließen. Deswegen. Genau. Oder kurz zusammengefasst, wenn der Basisstrom von Q2 zu groß werden würde, schaltet quasi Q2 Q1 ab. Also dann schnürt er quasi hier ab, die Spannung sinkt so weit runter, dass Q1 nicht mehr gescheit schaltet und damit pendelt sich das dann halt irgendwo ein. Also es ist nicht so, dass es anfängt zu oszillieren und zwischen zwei Extremen herumzuspringen, sondern da gibt es halt dazwischen einen Punkt, an dem die Schaltung stabil arbeitet, aber dieser Basisstrom automatisch wieder kleiner wird, sodass ich keinen eigenen Widerstand dort brauche, um den Basisstrom von Q2 zu begrenzen. Gut, sehr schön. Das waren Darlington-Transistoren. Noch Fragen? Dann schauen wir uns den letzten Block vor.